Moin, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda: Nimpais Adventure. Yay. Also ich werde die ein bisschen wieder cutten. Das ist übrigens die letzte Folge, die voraufgenommen ist. Hoffe ich, es sei denn, wenn die Kamera wieder Bock misst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass halt Sound und Kamera nicht zusammenpassen. Obwohl, das ist jetzt so ein Fun Fact, ja. Ich nehme das ja spielzeitlich mit Kamera auf. Und wenn ich das in meinem Schnittprogramm übereinander lege, dann passt das von Tonspur und Bild. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beim Aufnahmeprozess selber irgendwie die Kamera weiterläuft, aber irgendwie wird auf einmal komprimiert und es nicht funktioniert. Naja, in diesem Raum musst du eigentlich nur da oben das anschießen, damit du den quasi den Schalter, den Türschalter mehr oder weniger draußen aktivierst. Problem ist halt, wenn du raus willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alle Eisenprinzen besiegen, das heißt, wenn du dich umdrehst, da ist nämlich auch nochmal so ein Ding, und du gehst Richtung Tür, da ploppen zwei weitere auf, das heißt, du hast drei, die du kaputt machen kannst. Oder du stirbst einfach und gehst raus. So. Ich habe immer eben aufgespult, nachdem du besiegt hast, aus dem Gang raus, komplett nach vorne laufen, durch die andere Tür, wo wir eben nicht durch konnten. Und siehe da, babam, haben wir einen weiteren Raum. Der ist jetzt auch nicht so spektakulär, außer ein Item, was du dir hier holen kannst. Ihn zu beachten ist, hier gibt es nur Raum, einen versteckten Schalter unter einer Kiste, jede Menge Fledermäuse und auch eine Skulltula. Die Fledermäuse können nochmal ein Hindernis werden, denn wir müssen ein bisschen klettern. Ich hoffe, ich habe das Herz mitgenommen. Ja, wunderbar. Genau, Schalter müsste unter einer der... Diese Kiste war es nicht, die andere, meine ich. Die da. Oder die nächste, ich weiß es nicht mehr. Doch, die. Die. Mit diesem Schalter haben wir nämlich jetzt vorne im Eingangsbereich einmal so ein... Also das da aktiviert und halt eben auch, meine ich, vorne in dem in diesem Rondell, wo du auf der linken Seite den einen Weg hast mit dem Hückel. Auf der anderen Seite rechts hast du den Weg quasi ins Innere, wo halt eben auch unten diese hier wie Skeletor-Teile waren. Und dann halt eben geradeaus war so eine kleine Ausbuchtung mit Töppen. Ne? Egal. Hier, das ist schön Jump'n'Run-mäßig. Ich habe es ein paar Mal probiert, bin immer wieder runtergeflogen. Das Problem ist, wenn du halt eben da drauf gehst, die fallen runter. Und wenn die kaputt sind, sind die kaputt. Und ich glaube, die spawnen nicht so leicht nach. Deswegen bin ich rein und raus. Und dann hast du halt natürlich die ganzen Gegner wieder. Und oh, ätzend, ne? Hat man schon mit Absicht gemacht. Danach ging es aber eigentlich... Ich glaube, hier an der Stelle wurde es mal ein bisschen knapp. Da hatte ich ein bisschen sehr viel Glück, weil ich halt scheiße gesprungen bin. Und dann noch eine Fledermaus mich gefickt hat. Gut, dass sie nicht so einen krassen Knockback haben. Schade ist es natürlich, wenn du die tötest, dass die ganzen Herzen, die ich brauche, auf den Boden fliegen. Ich brauche Herzen für Sif. Nee. Egal. Danach ist eigentlich easy. Rüber, rüber. Am Ende ist nochmal eine Fledermaus, die vorher kaputt machen. Und dann holst du dir einfach die fette Truhe, die eine Ecke ist. Da ist das Besondere, das ist ein Key-Item tatsächlich. Können wir als Young Link nicht nutzen, beziehungsweise noch nicht nutzen. Ist halt eher mehr was für den Erwachsenen-Link. Ja. Ich weiß allerdings nicht, an welcher Stelle man das brauchen wird. Ich spiel's blind, immer noch. Ne? Und wir sehen nun hier den motherfucking wunderschönen Spiegelschild. Ja. Geil. Ja. Ich cutte auf jeden Fall erstmal wieder zu dieser einen Stelle, die ich meinte, denn wir haben ja vorne jetzt diesen Übergang auch aktiviert. Und dann können wir nämlich jetzt ein bisschen besser die Krüge abschießen. Das war auch so ein bisschen Pain in the Ass. Pro-Tipp von jemandem, der es jetzt hinter sich hat. Geh nah ran, visier es an. Der ganz link äußere Tonkrug hat einen Schlüssel. Und dann gehst du nach hinten, tust es nicht. Dann lässt du nämlich den Schlüssel fallen und das war echt kacke. Hier habe ich nochmal mit Distanz versucht, weil ich eben Angst hatte, dass der Schlüssel wieder runterfällt auf diesen ja unendlichen Boden quasi. Den habe ich dann nicht mehr hochbekommen. Ich habe gerade die Kotze einfach nur. Was ist das für eine Scheiße? Naja, bis ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt näher ran. Das mache ich, glaube ich, ja wunderbar. Und dann muss ich zurück, 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 zurück. Weil du siehst ja, der fällt. Er wird nicht automatisch aufgenommen. Und das war beim ersten Mal mein Verderben. Nun kannst du hier hingehen. Ich spoilere schon mal. Das da ist optional. Du bekommst da jetzt nicht irgendwie ein cooles neues Item. Irgendwas Nützliches, also in Anführungsstrichen Nützliches, also kein Key-Item.
Du kannst Kulturlass holen. Du brauchst auf jeden Fall Krabbelminen. Die habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Das dauert noch ein bisschen, bis wir die Stelle erreichen, aber boah, hat das mich so wütend gemacht, weil ich wollte diesen scheiß Drecks-Dungeon-Schrein-Krypta-Drecks-Fickele einfach nur abschließen. Ja. Hat nicht so funktioniert, wie es wollte. Also im Prinzip in diesem Areal hast du einmal drei Fackeln, eine ist entzündet, zwei sind leer. Einmal diese hässliche Hand, die nervt, die einfach weg muss, weil aus Prinzip. So ein Sensenmännchen, ne, was wieder unsichtbar ist, dass man das halt schon nicht mitbekommt. Du hast dann einmal eine Ausbuchtung, wo nichts ist, wo später mal eine Truhe hinkommt. Und einmal so Drehteller, auf die du draufgehen kannst, zu einer Tür, die quasi zum letzten Areal führt. Die ist aber verschlossen. Das heißt, du hast schon richtig kombiniert, da bin ich mir ganz sicher, wir müssen Fackeln entzünden. Jo. Ja, zum Weiten habe ich mir den ganzen Scheiß erstmal angesehen. Wie immer, ich versuche. Dieses Spiel zwingt mich dazu, dass ich lerne, mich gut umzugucken. Das ist ganz gut, damit ich halt bei den nächsten Spielen, die ich irgendwann mal spiele, ob es wieder ein ROM-Hack wird oder was ganz anderes. Ja. Dass ich da mich einfach mal ein bisschen mehr hinsetze und am Riemen reiße. Oder halt eben auch nicht. Oh, mal gespannt. Ich habe mir übrigens Paper Mario hier mit dem Reise vom Ion-Tor, wie das scheiß Ding heißt, habe ich mir einfach mal gegönnt. Und vorbestellt ist auch Luigi's Mansion 2 für die Switch. Also da wird das wieder hier. Es ist wie so oder so mal Nintendo-lastiger auf meinem Kanal, bin ich ganz ehrlich. Ich bin halt ein Nintendo-Kind. Und was freue ich mir, wenn ich das dann habe. Genau, da dachte ich übrigens, das wird ein Ausgang, aber es ist kein Ausgang. Der kommt dann nachher eine Truhe hin. Mal, mal gerade gucken bei meinem fucking Nintendo. Und auch vielleicht erstmal bei Le Amazon. Amazon hat bis jetzt den besten Preis gehabt für Ion-Tor und darauf hat mich halt der gute Lord Raven aufmerksam gemacht. Was würde ich nur ohne den machen? Eine Menge, aber nicht alles. Jetzt gucke ich mal gerade. Okay, morgen bis 21 Uhr soll es kommen. Ich bin gespannt. Das wird wahrscheinlich was Schönes werden, was ich im Stream zocke. Mal gucken. Und wie sieht es mit meinen Nintendo aus? Von denen habe ich jetzt auch nichts mehr gehört. Das hasse ich so ein bisschen, ne? Dass man da auch keine Rückmeldung hat. Also das muss ich sagen, war relativ easy. Das war nicht so scheiße wie dieses fucking. Wie heißt denn das? Dodongo Dungeon mit den Fackeln. Also das hat mich mehr getriggert, das sag ich dir. Spoiler! In der Truhe ist ein Schlüssel. Wer hätte es auch gedacht? Es ist halt eben nicht mehr viel. Es gab dann nichts mehr, was man so machen konnte. Alle Cookies zulassen, auch wenn es doof ist. Hätte man sich auch irgendwie sparen können, aber ey, ist okay, ist okay. Die Chica-Krypta macht mal ihren Scheiß. Ach, gucken wir uns mal Zelda Collection an, ob ich nochmal was brauche. Ich bin ja wirklich, also ich fange jetzt auch so an mit den Figuren kaufen, mit den Abibus, genau, mit den Amiibos ist klar. Ach, weiß ich nicht, ob die schrullige Zelda noch mit einpacken soll. Von der Tears of the Kingdom. Ich bin eigentlich echt ein Prinzessin-Zelda-Fan. Nur die Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, Olle, ich hasse sie. Ich hasse sie. Tetra fand ich geil. Tetra als Zelda war furchtbar. Skyward Sword Zelda war auch schon ein bisschen nervig, aber okay. Vielleicht einfach, damit ich sie irgendwann mal alle habe. Ich weiß es nicht. Ich warte, stimmt, ich glaube, da warte ich noch mit dem Bestellen, weil ich noch nicht umgezogen bin und noch mal gucken muss, was ich denn eigentlich alles habe. Ja, und da kam mir dann irgendwann die glorreiche Erkenntnis, wenn ich hier rüber will. Ich habe hier keinen Geheimgang in den Wänden. Ich habe keinen Schalter da unter der Bombe. Ich habe da so ein nerviges Ding, was ich mal eben kaputt mache. Und dann war halt meine Überlegung, geradeaus war ja nochmal dieses Bild, dass ich das anschieße, in der Hoffnung, dass dann halt einfach so eine Brücke sich da wieder bildet, über die ich dann rüber kann. Naja, dann war ich auf die Idee gekommen, nee, Leute, das hilft nichts. Das zeigt mir nur, dass eine scheiß Tür aufgeht. Ja.
Das heißt, ich musste mich umgucken. Dann habe ich mystisch magisch festgestellt, nachdem ich so ein bisschen versucht habe, dass oben an der Decke auch noch Steine hängen. Und dann war so für mich der Punkt gekommen, scheiße, ich brauche ja diese hässlichen Dreckskrabbelminen. Bin komplett raus, nochmal nach Hyrule, habe mir Krabbelminen gekauft. Das war übrigens dumm. Nimm die linke Seite, das habe ich dann auch festgestellt, dass ne, das eben das nicht so hilfreich war. Je, jetzt habe ich hier Auftragsstatus einsehen, das fand ich sehr schön. Da steht hier noch gar nicht, Sonne vorbestellt, okay. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann das rauskommt, aber egal. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Bin nochmal gespannt, wie die Switch 2 wird. Einfach aus Prinzip habe ich da noch die Dinger kaputt gemacht. Hätte sein können, dass da mal was Cooles ist und immer mit dem Auge der Wahrheit. Nochmal schauen, man weiß ja nicht, ob da was irgendwas Unsichtbares ist. So wie in dem nächsten Raum, den letzten Raum, den ich mir eigentlich komplett hätte schenken können. Weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was auf mich da lauert. Im Hinten habe ich schon gesehen und gehört. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die irgendwann in diesem verfickten Scheiß-Drecks-Schrein, Dungeon, Tempel, whatever, auftauchen. Meine Lieblingsfreunde. Die fucking Zombies. Unsichtbar. Boah. Also, was macht man dann natürlich? Richtig prokrastinieren und erstmal sich mit Nebenscheiß rumschlagen, den man eigentlich ignorieren könnte. Heißt, ich mache erstmal die Irrlichter kaputt. Werde dann zwischendurch auch noch feststellen, dass da wieder so ein Wandding ist, das ich anschießen kann. Denn du hast schon gesehen, das ist wie mit dem One Piece. Das X markiert den Schatz. Das Andreaskreuz, das Heilige da vorne. Da kommt eine Truhe. Insofern du halt eben dieses Wandgemälde, nenn es mal einfach, ich weiß nicht, wie die Teile da heißen, anschießt. Bescheuert, aber okay. Ich kann es ja auch nicht ändern. Naja. Wie dem auch sei. Useless, useless, useless. Da sehe ich mich um, wäge meine Optionen ab, überdenke meine ganze Existenz. Fun fängt unten an der linken Ecke, das ist eine Skulltulle, die habe ich erst auch beim Rückweg gesehen und habe ich dann erst mitgenommen, das zeige ich dir aber auch noch. Ja, dann gibt es eine Truhe, nochmal so ein kleines Trostpflaster her zu mich. Nee, scheiße, Mann. Also ich bin immer gespannt, was Nintendo noch so bereithält für uns. Ich sag's, wie es ist. Ich bin ja halt total der Chaot, der personifizierte Böse. Ich fänd's geil, wenn man ein bisschen mehr Ganon-Action hätte, mehr Ganondorf. Also ein Teil über Ganondorf oder halt wirklich, dass man Tears of the Kingdom ist ja wirklich eingeschlagen und fand ich um einiges besser als Breath of the Wild. Breath of the Wild war für mich ein Nightmare. Wenn man die Vergangenheit da mehr hätte miterleben können. Das hätte ich geil gefunden. Einfach zu der Zeit ein bisschen spielen. Ich hätte auch wirklich, ich bin wirklich davon auch, was heißt ausgegangen, aber ich habe wirklich gedacht, ey, wenn so spät noch einen Zelda und einen Gandalf irgendwie bekommt, dass dann noch irgendwie DLC-mäßig was ist oder eine Art Hyrule Warriors. Ja. Das habe ich übrigens wunderbar verkackt. Ich weiß auch nicht, mit dem Anvisieren. Ich versuche mal die Taste zu drücken, aber irgendwie klappt das nicht so gut. Den Bastard da wegmachen. Truhe nehmen und dann ab in Urlaub. Kann man sich mal gönnen. Habe ich mir mal so gedacht. Da, 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 da. Naja. Den anderen habe ich einfach gekonnt ignoriert, bin rüber und habe dann festgestellt, da ist die Skulltula. Die habe ich mir mitgenommen. Und, also so gut wie es ging. Und danach habe ich für mich einfach gesagt, wisst ihr was, wir gehen in die verlorenen Wälder, weil da habe ich mich dran erinnert, dass da noch was ist. Vorsicht, ne, du musst durch Kakariko durch und da sind ja immer noch die Gerudos unterwegs. Ab in den Brunnen und. Okay, keine Ahnung, was da unten los ist, mir scheißegal. Und dann geht's halt eben ab. Jemand ein Mikro und Lautsprecher draußen? Ernsthaft? Ich hoffe, man hört es nicht. Und wenn doch, dann es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich bin froh, wenn ich einfach wieder umgezogen bin.
Wir sind so kurz davor, den Mietvertrag zu unterzeichnen. Aber es sind noch ein paar Fragen offen, die ich halt vorher geklärt haben muss, bevor ich meine Unterschrift irgendwo drunter setze. Das fand ich auch sehr schön. Ich habe gedacht, ich kann die zwei abkürzen, cheaten, bis zum geht nicht mehr. Ist nicht, dann. Keine Koalitionsabfrage möglich. Das ist dann einfach nicht definierte Bäume. Ja. Das hat mich auch ziemlich nicht definiert, also im negativen Sinne. Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr erhofft oder versprochen und bin davon ausgegangen, dass ich direkt in den Waldtempel komme. Spoiler, das ist leider falsch. Wenn du da oben bist, das wirst du auch gleich sehen, kommst du zu einem... Ja, ist das ein Secret? Kann man das so nennen? Im Prinzip immer so eine Art Feenbrunnen. Also von der großen Fee wohl gemerkt, das ist gar nicht so verkehrt, das ist gar nicht so schlecht, aber es hat mir halt eben jetzt nicht so viel gebracht, weil ich bin ganz ehrlich, es gibt ja halt eben diese drei Umarmungen, ne, oder sowas, Nairus Inferno, Umarmung, was weiß ich, die Dienstumarmung war das, glaube ich, Nairus und Pharoos. Ja, und irgendwie, das ist ein bisschen scheiße. Gehst du da rein und denkst dir dann so, okay, schade, vielleicht krieg ich was Cooles. Also die Feen geben definitiv dann halt immer die Feen standardmäßigen Sachen und keine random Items. Auch gut zu wissen. Kann man auch alles gebrauchen. Ich habe gewusst. Und dann stelle ich fest, ist dieses grüne Kackding, das einfach komplett nutzlos ist vorm Herrn. Also ich brauch's nicht. Ich habe es vielleicht ein einziges Mal genutzt, um Spielen zu gucken, und eigentlich kann ich darauf auch verzichten. Willkommen, Sif, ich bin die große Fee der Magie. Ich werde dir jetzt deinen magischen Zauber verabreichen. Halt dich bereit. Hier sind meine dicken Titten. Die Spitzen schneiden. Yay. Du hast Pharoos Wind erhalten. Diese Wappenmagie ist komplett nutzlos. Die kannst du nur in einem Dungeon benutzen. Auch so wäre sie komplett nutzlos. Naja, wir sehen uns heute mal wieder. Ich wünsche viel Spaß in Way.